schaut, dass am letzten Tag mehr gute Sachen als schlechte Sachen in euren persönlichen Büchern stehen. Schon Zeit vergangen jetzt, also seit meiner letzten Folge, so schaut's aus. Es war alles irgendwie so schnell, dass bevor ich eine Idee gehabt hätte oder ein Konzept gehabt hätte, wie man das jetzt oder wie das auseinander diskutieren sollte, war schon wieder die nächste Scheiße da. Also wir leben in einer Zeit, die immer schneller rennt. Es rennt immer alles immer schneller. Und ja, schon langsam kommt es darauf an, wer dafür vorgesehen ist, in dieser Zeit, die immer schneller wird, den nächsten Schritt mitzugehen. Und viele sortieren sich selber aus. Und ich sag's ganz ehrlich, ich glaube, dass ich kurz davor war, mich selber auszusortieren und nicht zu denen zu gehören, die den nächsten Schritt gingen und weitermachen, ja, in unserer schneller werdenden, schnelllebigen Zeit. Aber ich habe die Kurven gekriegt, ja, und es geht weiter. Ich werde es mir nicht los, so wie es ausschaut. Und ja, es gibt alles, wie soll ich sagen, es hat alles höhere Gründe, ja, es gibt größere Zusammenhänge. Wir entscheiden vieles gar nicht. Wir entscheiden wirklich vieles gar nicht. Ich wollte eigentlich nur damit sagen, es ist viel passiert. Und ich habe jetzt da ein Thema gefunden, das zwar zu dieser schnelllebigen Zeit kehrt, ja, aber lang genug aktuell ist und wir werden uns auch in Zukunft massiv damit beschäftigen müssen, wie es jetzt gerade zugeht. Ja. Die Tatsache ist die, ich weiß gar nicht, unter was für einem Begriff ich das jetzt da zusammensammeln soll, ja, was ich euch da erklären will. Kennt ihr das, dieses, mit den Juschen, da darfst du nicht anlegen, ja? Weil wenn du dem was sagst, da kommen, da holt seine Cousins, ja? Der hat 8 Cousins und 3 Brüder. Kennt ihr das? Das ist ein Wahnsinn normal, ne? Oder kennt ihr das andere? Über uns wohnt so eine Familie, das sind irgendwie so Türken oder Syrer oder irgendwie so Juschen oder was, ja? Und bei denen da, du musst damit kommen zu mir, ja? Da ist am Sonntag, da kommen alle beieinander, alle, die ganze Familie kommt da beieinander, ja? Und da wird gesungen und gelacht und alles Tanz. Kochen, da fährt es im ganzen Haus, fährt es nach den Fressen von denen und da ist keine Ruhe und die Kinder spielen und Ding. Das ist schon ein Wahnsinn, oder? Das ist schon ein Wahnsinn. Und die Leute, die das aufregt, die Leute, die Zeit haben, sich über das zu mokieren, ja? Die Leute, die da Gedanken sammeln über solche Sachen, das sind die Leute, die allein nicht daheim sitzen, am Samstag am Abend und am Sonntag den ganzen Tag. Die haben schon eine Familie, nur der kommt keiner. Ist das oftmals nicht so ein bisschen, mich feiert das auch, weil ich hätte es auch gern? Ja? Ist das vielleicht, ja, wenn man sich einmal selber so Gedanken macht drüber, kann das sein? Haben wir auch Cousins, wenn wir irgendwelche Auseinandersetzungen haben? Hätten wir nicht auch gerne mal unsere Cousins anrufen und sagen, du, ich hab da einen kleinen Konflikt, ich brauche euch einmal alle, ja, wir müssen da jetzt zusammenhalten. Und dann sagt der Cousin, hoch zu, Alter, ich hab die zweimal im Leben gesehen, einmal auf einem Geburtstag, einmal auf einem Begräbnis. Ja, ich hab keine Ahnung, wer du bist, keine Ahnung, was für Scheiße du baust, aber schau, dass du selber rauskommst. Ja, und das sind die entfernten Verwandten. Tatsächlich ist es meistens so, dass wir auf unsere Brüder sogar scheißen, ja, und auf unsere Schwestern. Und ist das andere so verurteilenswert? Ist es verurteilenswert, so ein bisschen einen Verbund zu haben, aus guten Freunden und aus der Familie? Ich weiß schon, es ist nicht jede Familie so leibend, ja. Und es sind viele Familienmitglieder Volltrotteln, ja. Man muss auch nicht, ja. Und da bin ich auch das beste Beispiel dafür. Mit meiner Familie habe ich gebrochen, ja, komplett. Aber ich war eine andere Familie, ja. Ich habe meine Brüder und für die zählt es genauso. Was machen wir eigentlich? Wir sind so eine vollkommen verkrüppelte, versiffte, zurückbliebene Gesellschaft wurden. Es ist einfach nur grauslich zum Beobachten, es ist ekelhaft. Was machen wir? Im Gegensatz zu diesen, ich fasse das jetzt einfach einmal zusammen, sagen wir diese Südländer, ja, mit dem südländischen Temperament und mit allen ihren Eigenschaften, wo nicht alles leibend ist, ja, ich brauche keine Ehrenmorde, ja, ich brauche keine Vergewaltigungsspielchen, Antanzereien, ich brauche das alles nicht. Ja? Aber so manche Sachen, wir müssen uns ja nicht über alles aufregen.
Ja, wir haben halt so andere Länder, andere Sitten. Ist in Ordnung, zahlt es nur nicht zu uns eine. So. Aber was ist schlimm dran, ein bisschen einen Familienverbund zu haben, Freunde zu haben, ein Netzwerk zu haben? Und beobachte das einmal ganz genau. Was passiert bei denen? Wie machen die das? Das sind die ganz Kleinen, das sind die Erwachsenen, ja, die mitten im Leben Stehenden, und die Alten sind da benannt. Und die sind alle zusammen. Und was machen wir? Wir schieben die Kinder weg. Im Kindergarten schieben wir sie rein. Dann schicken wir sie in die Schule, ja, wo sie eine schön viel Scheiße eine drucken in Schädel. Und er hat die Prinzipien einer funktionierenden Gesellschaft mitgeben. Offiziell. Sie lernen aber nicht, wann die Sonne wie steht, ja, wann die Saat zu sehen ist und wann Erntezeit ist. Das sind Sachen. Sie lernen nicht, was die Sterne bedeuten. Das lernen sie alles nicht. Es ist sind ganz andere Sachen. Und das machen die nicht so. Da schicken wir, was machen wir dann? Und dann schicken wir die Alten ins Altersheim. Auch wieder weg. Immer nur für uns, für uns, für uns, für uns. Keine Verantwortung übernehmen, am liebsten nicht einmal für uns selber. Ja, geschweige denn für den Nächsten. Und das haben sie uns voraus. Das haben sie uns voraus. Da sind die Kleinen dabei. Und die Großen schauen auf die Kleinen. Und die Erwachsenen schauen auf die Großen. Und die Alten sitzen auch noch immer dort. Die haben keine Sorgen. Die brauchen sich keine Sorgen machen um eine Pension oder sonst irgendwas. Die sind versorgt. Die sind in diesem Verbund so stark eingebaut, die sind versorgt. Während unsere irgendwo um einen Haufen Geld in Altersheime dahin vegetieren teilweise. Oder oftmals vielleicht sogar. Wir haben es bis zu einem gewissen Grad selber in der Hand, wie wir das alles hinkriegen und regeln und begeln. Vieles liegt ja nicht an uns. Vieles ist einfach Bestimmung. Ja? Da bin ich mir ganz sicher mittlerweile. Das ist einfach so. Aber das heißt nicht, dass wir unser Leben komplett aus der Hand geben. Und nur mit dem vertrauen, was Bestimmung ist. Richten wir uns selber ein bisschen her. Ja? Knüpfen wir Netzwerke. Wir werden ein großes Problem damit haben. Das ist der wahre Kulturcrash, der da auf uns zukommt. Ja, es sind gar nicht diese Vergewaltiger und Räuber und Mörder. Es sind diese langfristigen Sachen. Es sind diese Gesellschaftsstrukturen, die sie uns voraus haben, ganz einfach. Wir sind eine Gesellschaft von Einzelkämpfern. Und da nicht einmal die Top-Leute. Es gibt eine Handvoll von diesen Einzelkämpfern, die sich ein bisschen Gedanken machen, die vielleicht einen Plan haben, aber die werden auf Dauer auch nicht bestehen. Gegen gute Netzwerke, gegen große Zellen. Werden sie einfach nicht bestehen. Aber wie gesagt, es ist sowieso nur eine Handvoll. Der Rest sind einfach Einzelkämpfer ohne Einzelkämpfer-Legitimation. So einfach ist es. Was sagen wir zu unseren jungen Buben? Gleich von klar auf, hör auf zum Raufen, hört auf zum Raufen, tut's nicht stoßen, keine Schwerter da, nix, ja. Aber dafür lernen wir ja ab 5 oder 6 Jahren, zieh dir mal da so ein Kleid an, damit du mal weißt, wie sich das anfühlt. So, als Mädel, damit wir das auch kennenlernen. Ist eh in Ordnung, aber lass das dann wenigstens raffen. Und dann kommt halt diese Bevölkerungsgruppe, ja, dieser Kulturkreis, die ein bisschen aus einer ruppigeren Kultur stammen, bei denen wird halt noch per körperliche Auseinandersetzung werden dann noch manche Sachen geregelt. Ich finde das gar nicht so wild und so schlimm. Ein kleiner Box auf die Nase wird das alle erlebt und da sind manche Sachen schon super, super beredet worden damit. Nur die Voraussetzungen müssen geschaffen sein. Und wir nehmen unseren Jungen immer mehr die Voraussetzungen dafür, Einzelkämpfer zu sein. Einzelkämpfer, die auf Dauer eh auch nicht bestehen. Ja? Aber vielleicht finden sie genug Einzelkämpfer zusammen, die verstehen, wie das geht. Und die wiederum kleinere Zellen bilden und das dann zu größeren Zellen werden. Ich will ja gar nicht so ein Konkurrenzdenken haben. Wir müssen ja auch nicht leibender werden als die. Wir müssen ja nicht größere Familien haben als die. Das ist ja das Thema Großfamilien. Das ist immer das, was man hört. Die Großfamilien beherrschen die Großfamilien. Könnten wir ja auch, nur wir scheißen auf die große Familie. Vielleicht überlegen wir uns einmal so ein bisschen, ob wir nicht einmal nachdenken sollten, was Gutes zum Anschauen gibt. Es ist ja nicht immer gleich alles geschissen. Nur weil einer ein bisschen ein lauteres, ein ruppigeres Auftreten hat, weil das von daheim halt so gewöhnt ist, dann muss man halt entsprechend entgegengehen. Da haben wir was, ist ja nichts dabei. Aber es ist nicht alles schlecht und alles wild und alles schlimm. Und vielleicht sollte man versuchen, diese Eigenschaften, eine funktionierende kleinste Zelle, sprich die Familie, einmal zu organisieren, bevor man ständig da um und um schimpfen, dass laut ist und Musik und die tanzen und lachen und singen und das ganze Haus fällt. Es fällt Trotteln. Überlegt's mal ein bisschen. So, eine emotionale Folge. Und was soll ich sagen? Ich ärgere mich ganz, ganz viel in letzter Zeit. Ich versuche
Ich versuche kein verbitterter Mensch zu werden und ich versuche, ganz ehrlich, ich versuche ein guter Mensch zu werden und das versuche ich aufrichtig. Ich glaube daran und ich weiß, dass wir alle, jeder einzelne von uns am letzten Tag wird ins große Bierchen reingeschaut und da stehen unsere guten Sachen und unsere schlechten Sachen. Und egal wie alt ihr seid, ganz egal wie alt ihr seid, je jünger, desto besser. Weil sie euch leichter tut insgesamt. Aber egal wie alt ihr seid, fangt damit an, die guten Sachen zu sammeln. Schaut, dass am letzten Tag mehr gute Sachen als schlechte Sachen in eurem persönlichen Büchel stehen. Das versuche ich aufrichtig und ich versuche zu mir selber ein besserer Mensch zu werden. Und vielleicht gefällt das dann irgendwem. Und der will das dann auch machen. Und wenn nicht, dann nicht. Ich mache das für mich und für meinen letzten Tag im Büchel. In diesem Sinne, so schaut's aus. Danke fürs Reinschauen wieder mal. Hat mich gefreut. Also jeder, der noch immer da ist, danke dafür. Für eure Abos, für eure Treue. Und ich werde wieder ein bisschen regelmäßiger Videos machen. Es gibt ja, wie ich gesagt habe, genug zum Aufarbeiten. Es ist viel passiert, es wird noch viel passieren. Ja. Lassen wir uns nicht ausscheißen. Alles, was passiert, da können wir mitschwimmen, wenn wir das wollen. Ja. Das ist alles frequenzbezogen. Ja. Es herrschen einfach Frequenzen. Und entweder sind wir da mit auf der Frequenz, weil die wird sich nicht ändern. Die Frequenz, die herrscht. Ja. Wir können nur auf der gleichen Frequenz sein und mitschwimmen und ins neue Zeitalter mitgehen. Oder wir haben uns dazu entschieden, in einer Disharmonie zu der herrschenden Frequenz zu sein. Dann sind wir und die unseren nicht dafür vorgesehen, den nächsten Schritt zu machen. In dem Sinne, Dankeschön recht narrisch, tschüss Baba und so schaut's aus.